Herzlich willkommen hier aus dem verwitterten Lübeck, aus dem hohen Norden, aus dem Dosto hier. Wir fahren heute den RE8, ganz normal im Fahrplan, haben aber heute etwas Besonderes an Bord, nämlich automatisierte Ansagen, dank einer Mod von meinem guten Freund, dem Manni. Wie es dazu kommt, wie das Ganze funktioniert, wo man es herbekommt und so weiter und so fort, das hören wir uns gleich alles an. Erstmal würde ich sagen, in den Führerstand rein. Draußen regnet es. Man erkennt es leider nicht, solange man hier im Bahnhof drin ist. Aber sobald wir rausfahren, werdet ihr sehen, da ist es dann ordentlich schon am Gewittern. Wir machen die Türen links auf. So, Türen sind auf. Und schalten uns mal die PZB soweit an. Obere Zugart in Ordnung. Einmal den, nicht Bremsüberlastung, sondern hier Bremsschlüssel. Gegenstände im Gleis. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, da habt ihr schon jetzt mal eine Durchsage gehört, die man tatsächlich nur hört, wenn es gewittert. Bei gutem Wetter hört man die nicht. Und das Ganze auf Englisch auch. Wir schließen einmal die Türen. So. Hervorragend. Ja gut, wir haben die Türen etwas früh geschlossen. Dafür können wir mal ganz kurz in den Wagen rein und noch eben kurz Licht anmachen. Haben wir noch ein paar Sekündchen. Einmal hier die Klappe auf und Wagenbeleuchtung an. Machen wir die halbe an. So. Einmal die Tür zu. Hinsetzen. Und abfahren. Hinten dran werden wir geschoben. Connections. ICE. Von der 112. Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. So, jetzt können wir Leistung aufschalten. Und auf geht's. Ja, das Ganze funktioniert über ein Tool, das im Hintergrund läuft. Also ich muss dafür jetzt nichts machen. Außer, dass ich jetzt gleich eine erste Durchsage, eine Begrüßungsdurchsage jetzt gleich einmal manuell praktisch aktivieren muss. So, jetzt sehen wir auch tatsächlich das Gewitter. Ist immer so eine TSW-Sache. Zumindest bei TSW-2-Strecken ist das noch ein bisschen komisch. Und sind heute als in dieser gewitterigen Fahrt unterwegs und haben halt, wie gesagt, diese automatisierten Durchsagen hier für die Strecke Hamburg-Lübeck. Link zu der Mod ist in der Videobeschreibung, sollte zumindest. Und ich würde sagen, wir begrüßen mal unsere Fahrgäste. Herzlich willkommen im Nahverkehrszug Schleswig-Holstein auf der Fahrt mit Ihren RE8 nach Hamburg Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Welcome to the Schleswig-Holstein Local Train, traveling with your RE8 to Hamburg Central Station. We wish you a pleasant journey. So, also das Ganze ist halt keine, ist jetzt nicht in-game da, sondern das ist eine Mod bzw. eine Software, die da noch im Hintergrund läuft. Also selbstverständlich nicht für die Konsole, sondern nur für den PC. Und eigentlich steht in der README, wie man das Programm runterlädt, wo man es herbekommt, wie man es installiert und wie das Ganze hier funktioniert, dass man auch die Ansagen tatsächlich dann im Spiel auch hört. Und wir dürfen jetzt erstmal 90 fahren, nächste Halt ist dann Rheinfeld und da werden wir dann natürlich auch gleich eine Ansage hören. Aber ja. Den sollten wir vielleicht noch anmachen. Ja. Machen wir mal ein Fenster auf, dann hören wir ein bisschen was. Sonst ist das doch ein bisschen sehr leise. Und ich finde, das ist schon ein großer Immersionsfaktor, oder? Also, dass wir jetzt hier solche Ansagen haben. Das ist, wie gesagt, jetzt erstmal nur für die Strecke Köln, nur für die Strecke Hamburg-Lübeck. In dieser überarbeiteten Version. Ich glaube, zu anderen TSW-2-Strecken und auch vermutlich TSW-3-Strecken ist das auch möglich. Nur für TSW-4-Strecken ist das momentan ein bisschen schwierig. Wegen des Add-ons-Managers und so. Das klappt da nicht so ganz. Noch nicht zumindest, Stand jetzt. Aber eben für die älteren Strecken sind da diese Ansagen durchaus technisch möglich. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf, die auch bei anderen Strecken zu nutzen. Zukünftig ist natürlich immer, wenn wir auf Hamburg-Lübeck unterwegs sind, sind dann jetzt diese Ansagen dabei. Und wenn es diese Ansagenpakete auch für andere Strecken gibt, dann werden die selbstverständlich auch mit reingenommen.
So, 90 dürfen wir fahren. Nächste halt Rheinfeld ist erst in 11 Kilometern. Ja. Jetzt habe ich mich kurz gefragt. Es gibt nämlich doch irgendwo das hier. Ja, nee, doch nicht. Ich meine, irgendwas gelesen zu haben, dass man auch spezifische Ansagen machen kann. Wenn man beispielsweise vor einem haltzeigenden Signal steht. Aber ich habe jetzt nicht ganz herausgefunden, wie. Oder geht das über die Tasten hier? Nee, leider nein. Gut, gehen wir noch vielleicht hier in unsere Fahrmotoransicht, dann sehen wir noch ein bisschen mehr. Ab hier dürfen wir noch 140 fahren. Was auch unsere Vmax ist, oder? Die 112. Muss ich gerade ganz kurz überlegen. Die 112? Wie schnell darf die fahren? Darf die 112, 160 fahren? Ich guck's mal eben ganz kurz nach im Hintergrund hier. Oh, wir sind hier ordentlich im Radschlupf. Das ist natürlich nicht so gut. So, ein bisschen mehr Leistung müssen wir doch aufschalten. Ja, ja, es geht noch. Ah doch, 160, ja. Gut. Gut zu wissen. Zugzielanzeige stimmt auch hier. RE8 nach Hamburg. Da ist der Gegenzug. Das war noch 7 Kilometer. Ja, es blitzt auch hier ordentlich heute. Also richtiges Schiedswetter, wie man glaube ich hier im Norden auch sagt. Ich nehme noch mal ein bisschen den Sander mit dazu. Damit wir noch ein paar km/h schneller werden. Ah ne, müssen wir gar nicht. Ups. Mehr Kolpa, wir dürfen ja nur 140 fahren. Ein bisschen reinbremsen. So. Ich war noch schon lange nicht mehr auf Hamburg-Lübeck unterwegs. Ordentliche 60 FPS, den wir haben. Und ich dachte mir, ja, dass es auf jeden Fall mal wieder Zeit wird. Und passenderweise, der Manni, der hat mich hier persönlich eingeführt in dieses ganze Programm, hat mir gezeigt, wie das Ganze geht. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und ja, ich hoffe, ihr seid da genauso fasziniert von wie ich. Das sind selbstverständlich keine originalen Aufnahmen. Das ist auch nahezu unmöglich, zumindest für eine private Einzelperson. Selbst für ein großes Unternehmen wie die TG wird es, glaube ich, nahezu unmöglich sein, tatsächlich offiziell lizenziert die Originalaufnahmen in irgendeiner Form mal zu besorgen, sondern wenn, dann werden es immer automatisiert eingesprochene oder halt eben von einem Voice Actor eingesprochene Ansagen sein, aber niemals die Originalen, die man wirklich an den Bahnsteigen hört, weil das ist, glaube ich, lizenztechnisch so dermaßen schwer, an sowas ranzukommen und auch so teuer, das ist nahezu unbezahlbar. So, wir sind jetzt gleich auch schon in Rheinfeld, in Holstein. Man vergisst manchmal, das ist tatsächlich eine Strecke, die ja länderübergreifend ist, bundesländerübergreifend, dass wir zwischendurch eine Grenze noch passieren werden, nämlich die zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg. Aber ist ja auch ganz klar.
So. Dann würde ich sagen, können wir mal den nächsten Halt anknicken. Nächster Halt. Rheinfeld. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Next stop. Rheinfeld. Please exit in the direction of travel on the left. Okay, jetzt haben wir einen ordentlichen Lag gerade gehabt. So, jetzt müssen wir mal reinbremsen. Denn die Bedingungen sind sehr schlecht. Und wir sollten idealerweise in Rheinfeld dann noch anhalten. So, 800 Meter sind es noch. Ah, jetzt sind wir in den Radschlupf geraten. Das wird schwierig. Ich sande. Oh, ich glaube, wir schießen übers Ziel hinaus. Oh ja, wir schießen ordentlich übers Ziel hinaus. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah. Ja. Meine absolut grausame Fahrweise hat sich mal wieder gezeigt. Da müsste man sagen, meine Damen und Herren, leider gibt es dafür jetzt keine automatisierte Durchsage. Meine Damen und Herren, bitte verlassen Sie den Zug nur über die letzten 1, 2, 3 Waggons. Der Ausstieg in den ersten Waggons ist nicht gestattet. Zurückbleiben, bitte. Ey, ey, was soll das? Erstmal gecheatet hier. Na, immerhin ist, also erstmal haben wir keine Spitzensignale aktiviert. Ich wollte gerade sagen, immerhin ist der Bahnübergang unten. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal etwas früher anfangen zu bremsen. So, nächste halt. Nächster Halt ist Bad Oldesloe. Oder wie man bei den Engländern sagen würde, Bad Old and Slow. So. Mal schön aufpassen hier mit dem Radschlupf, nicht so gut. Wagenbeleuchtung auf jeden Fall an. Ich glaube, die Fahrplanleuchte können wir uns eigentlich auch anmachen. Eigentlich ganz gut soweit. Sonst irgendwas bedienbar hier? Mal die Fahrgasttüren. Ja. Das sind auch die Hamburg-Lübeck-Dostos tatsächlich. Also nicht die aus Ruhrsieg Nord oder Tarantarampe oder Dresden-Riesa oder Kassel-Würzburg oder Rapid Transit. Habe ich irgendwelche Dostos vergessen? Ich
Ich glaube nicht. Nee. Sondern die aus Hamburg-Lübeck tatsächlich, die mitgelieferten. Und da finde ich es gut. Also da funktioniert auf jeden Fall hier das Fahrgastinformationssystem einwandfrei bisher. Hat sich auch automatisch gestellt. Und Bad Oldesloe ist in 5 Kilometern. Diesmal versuchen wir, ich würde sagen, so ungefähr 2 Kilometer vorher zu bremsen. Wenn wir 140 fahren und das werden wir tun, dann versuchen wir 2 Kilometer vorher wirklich mit dem Bremsen mal anzufangen. So, jetzt sind wir ein bisschen zu schnell. Ja, zur Baureihe 112 eigentlich ganz interessant. Die Baureihe 112 wurde irgendwann zum Symbolbild für die deutsche Einheit tatsächlich, denn sie war die erste Lokomotivbaureihe überhaupt, die von beiden Bahnverwaltungen gemeinsam beschafft wurde. Ja, also von DB und DR. Eigentlich ganz faszinierend, die Geschichte der Lok, die uns heute schiebt. Bis heute im Einsatz. Nicht mehr so oft, aber immer noch da. Nicht zu verwechseln mit der Baureihe 112, mit der westdeutschen Baureihe 112. Die eher was von der Baureihe 110 hat. Ne? So, jetzt müssten, glaube ich, eigentlich automatisiert Ansagen kommen. Ohne dass ich sie aktiv einsetze. Mal schauen. Jetzt bin ich gespannt. Oder ob ich sie doch manuell einfügen muss. So, und jetzt auf jeden Fall mal bremsen. Nächster Halt, Bad Oldesloe. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Next stop, Bad Oldesloe. Please exit in the direction of travel on the left. Ah, gut, die Harttafel. Naja. RB61 nach Itzehoe über Tornisch. Abfahrt ursprünglich 9:06 Uhr, verspätet sich um circa 10 Minuten. Grund dafür ist eine Türstörung. Wir bitten um Entschuldigung. Witzig. So, da sind wir in Bad Oldesloe mit dem berühmten, mit der berühmten roten Fabrik Mehl. Ganz offensichtlich, Mehl ist die Antwort auf alle Fragen. Zurückbleiben bitte. Gleis 5, Einfahrt IC 2074 nach Westerland über Husum. Abfahrt 10:10 Uhr. 10. Vorsicht bei der Hier Einfahrt. Gleis 5, hier fährt ein Intercity ein. Also müsste er jetzt aus der Gegenrichtung kommen. Mal gucken, ob das stimmt. Jetzt kam noch die Ansage auf Englisch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier tatsächlich ein Intercity einfährt. Ich fass das nicht. Na, okay, ist doch kein Intercity. Aber immerhin. Moin.
so auf jeden Fall sehr schwer, hier aus den Pötten zu kommen. Und dann dürfen wir jetzt einmal hoch auf die 150. Unser Signal zeigt Fahrt. Hervorragend. Jetzt habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Durch den SIFA Reset Schalter können wir tatsächlich eine Ansage auslösen im Sinne von, wir stehen vor einem halbzeigenden Signal. Wir machen das jetzt einfach mal, auch wenn wir nicht vor einem halbzeigenden Signal stehen, nur um uns das mal anzuhören. Fand ich schön auf jeden Fall die Betonung dieses liebe Fahrgäste. Also ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von dieser Applikation, die hier im Hintergrund läuft. Es macht schon auf jeden Fall ordentlich was her und alles, was irgendwie dazu beiträgt, dass man sich halt immersiver fühlt, ist halt ein großer Gewinn für die Simulation. Ein großer Gewinn für das Spiel. Von daher, ich kann euch absolut ans Herz legen, besorgt euch das Ganze auch, ist kostenlos, ne? Also müsst nichts zahlen, euch nirgendwo anmelden für irgendwelche Downloads. Alles frei verfügbar. Oder alles in der Freizeit gemacht. Und da, das ist wirklich schon eine coole Sache. So, dann, ich glaube, das ist auch unser letzter Halt gewesen bis Hamburg, genau. Letzter Halt ist dann Hamburg. Und da brausen wir jetzt erstmal mit 140 km/h lang. So, Leistung zurücknehmen. Wir lassen rollen. Lass mal den Zug an uns vorbeifahren. Hier vielleicht vom Bahnsteig aus. Wisst ihr, was ich total mag? Das hier. Das ist schön. Aber wir bleiben mal hier in unserem trockenen Führerstand. Schön so ein Wetter, oder? Also ich fahre sehr gerne tatsächlich als Fahrgast Zug in diesem Wetter. Das macht schon viel Spaß. Also jetzt nicht irgendwie ein Regionalzug, nicht irgendwie eine S-Bahn oder so, wo man weiß, dass ich eh in 2 Minuten wieder aussteigen muss. Da macht so ein Wetter nicht so Spaß, muss ich zugeben. Aber wenn man in einem Fernverkehrszug sitzt, in einem Intercity oder halt wirklich für etwas länger in einem Regionalexpress, dann finde ich, ist das wirklich das absolut beste Wetter zum Zugfahren. Ja, also wenn es wirklich draußen ein richtiges Schiedswetter ist und man eh nichts machen würde, jetzt nicht irgendwie anderweitig beschäftigt sein würde. Ja, weil, also in so einem Wetter spazieren gehen, wird mir jetzt zum Beispiel nicht einfallen. Aber Zugfahren in so einem Wetter, immer. Also da, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ankündigung auf 110.
So, das passt eigentlich ganz gut. Anziehen sind erreicht. Bremse ist schon wieder ausgelöst. Jetzt können wir langsam Leistung aufschalten. Ah, noch nicht. Jetzt aber. Und das ist eine Ankündigung auf 90. Zum Glück ohne 1000 Hertz Magnet. Und hier fahren wir natürlich einfach nur durch. Hier gelten die 90 und ab hier auch schon wieder 160. Also die 90 gelten für genau 10 Meter. Finde ich auch immer wieder äußerst faszinierend. Und wir schalten Leistung auf und jetzt können wir einmal hoch auf unsere Form Max. Schneller dürfen wir nicht, schneller darf unsere Lok nicht, dürfen unsere Wagen nicht und ohne LZB sowieso nicht. Nur unter Beeinflussung der des Linienzugleiters oder unter Überwachung des Linienzugleiters dürfen wir schneller als 160 fahren, wenn sie dann auch freigegeben sind. Ansonsten, wenn wir nur mit der punktförmigen Zugbeeinflussung fahren, also der PZB, dann dürfen wir nicht schneller als 160 fahren, zumindest in der oberen Zugart. Zu erkennen in dem Display hier an der 85, ja, also an dieser 85 hier in der mittleren Zugart dürften wir nur Vmax 120 fahren und in der unteren Zugart 100 km/h. Das gilt auch übrigens für die LZB, ne? Also selbst wenn wir dann, wenn wir in der unteren Zugart unterwegs sind und aber LZB geführt sind, dürfen wir nicht trotzdem schneller als 100 fahren. Das ist ganz klar. Es ist nicht so, dass LZB gleichbedeutend ist mit höheren Geschwindigkeiten, sondern das ist ja erstmal nur eine Form der Überwachung, die halt im Führerstandssignale eine Führerstandssignalisierung im weitesten Sinne möglich macht. Das heißt aber eben nicht, dass immer in jeder Situation dann schneller gefahren werden darf. So. Ankündigung auf 120. Da kommt noch eine 112 vorbei. 120 sind hier jetzt erreicht. Weiterhin freie Fahrt, sehr gut. Haben auch, glaube ich, nahezu keine Verspätung bisher gehabt, ne? Also waren mehr oder weniger pünktlich, was auch nicht alle Tage vorkommt. Und das trotz eines sehr, sehr, sehr schlechten Halts. So, ab hier dürfen wir dann 140 fahren. Kann schon mal Leistung aufschalten. Dauert eh ein ganzes Stück, bis die Leistung dann tatsächlich auf die Schiene übertragen wird. Auch da sind wir jetzt nur durchgefahren.
Was ich mich gefragt habe, ist der Regen eigentlich in irgendeiner Form adaptiv hinsichtlich der Fahrtrichtung? Wir sind ja jetzt gerade in so eine Linkskurve gefahren und der Regen fließt ja von oben links und nach unten rechts. Und jetzt sind wir gerade, jetzt müsste er eher so von oben nach unten runterfließen. Ah, ich glaube, das tut er nicht, oder? Also jetzt wäre es ja wieder eine Linkskurve, das heißt also der Regen wird eher tendenziell so abfließen. Durch irgendwelche Kräfte, physikalischen Kräfte. Ich weiß nicht, ob es die Zentrifugalkraft ist, die an dieser Stelle dann wirkt. So, jetzt schauen wir mal umgekehrt. Jetzt fahren wir eine Rechtskurve und ja, tatsächlich, der Regen fließt jetzt in die Richtung ab. Ist mir nie aufgefallen, dass der Regen das tatsächlich macht, hier im TSW, die Animation. Also abhängig davon, in welche Richtung man gerade fährt, dass dann entsprechend der Regen auch so runterkommt. Nicht schlecht. Mir war wirklich noch nie vorher drauf geachtet. So, einmal schnell mal nach vorne geflogen. Ja, also signalisierungstechnisch sieht das eigentlich soweit so gut aus. Und dann stellen wir uns mal hier in die Kurve hin. Oh, es donnert. So, da kommt unser Zug. Schön. Oh, nicht so schön. Wir sind zu schnell. Wer hätte denn damit rechnen können, wenn man die Leistung einfach weiter aufgeschaltet lässt? So, Hamburg ist noch ungefähr, sind noch ungefähr 12 Kilometer bis dahin. Ich freue mich schon auf unsere weitere Ansage. Natürlich gelten diese Ansagen dann auch nicht nur für den RE8, den wir jetzt hier gerade ja fahren, ne? Ja, der RE8. Also nicht nur für diesen RE8, sondern auch für den RE8 in Gegenrichtung. Und zwar auch zu allen anderen Uhrzeiten, für die Regionalbahn, für die sonstigen REs. Für die Intercities und für die ICEs. Da sind alle überall Ansagen mit dabei. Und das ist schon eine feine Sache, muss ich sagen. Aber wobei ich hier am Bahnsteig. Von Hamburg-Rahlstedt. Und da kommt wieder ein Regionalexpress vorbei. Sehr schön. Na? Das sieht ein bisschen aus wie dieser Standardbahnhof in Transport Fever 2, oder? Hier in Tondorf. So, 120.
Gleich werden wir übrigens die S-Bahn Hamburg sehen, zumindest die Gleise der S-Bahn Hamburg. Die Züge selbst gibt es ja leider nicht in-game. Ist hier nicht das Riesenrad irgendwo? Ah, da vorne, ja. Da fahren wir auf das Riesenrad geradezu. Auch schön, dass wir echt gut hier einfach ausrollen lassen können, ohne langsamer oder schneller zu werden. Hervorragend. Wieder ein bisschen Leistung aufschalten, damit wir... Ja, wobei, wir müssen gleich eh runter auf 100. Dann lassen wir das sein. Also ich muss sagen, nach dem ersten wirklich komplett für die Tonne zu bewertenden Halt lief es danach doch eigentlich ganz gut, oder? So, hier ist auch die S-Bahn Hamburg. Die hat hier auch mit ihren eigenen Signalen. Finde ich auch ganz cool, dass die Signale tatsächlich ausmodelliert worden sind. Und die Gleise halt auch. Ja. Hier mit der entsprechenden dritten Schiene. Und den Signalen. Leider eben ohne Fahrzeuge, die wir hier nutzen können. Aber theoretisch kann man sich im Freeroam-Modus, kann man sich hier einfach irgendwas hinspawnen. Okay. Keine Beeinflussung, komisch. Also man kann sich da theoretisch eine, weiß ich nicht, eine 422 da hinspawnen und einen auf S-Bahn Hamburg tun. Vielleicht noch ein entsprechendes Repaint im Livery Designer erstellen. Und dann kann man zumindest mal so tun, als ob die Möglichkeit besteht. Falls irgendjemand mal gar nicht weiß, was er oder sie machen soll. So, wir haben jetzt gleich Halt zu erwarten. Ob hier gelten dann auch die 60? Und dann dürfte sich gleich dann auch Hamburg hinter der nächsten Kurve erstrecken, Hamburg Hauptbahnhof. Hier ist in Realität natürlich dann einiges mehr los, also gerade hier auf den S-Bahn-Gleisen ist dann sehr viel los. Jetzt frage ich mich, wo das haltzeigende Signal steht, ob es das ist tatsächlich am Bahnsteig. Oder ob wir vorher noch eins kriegen werden. Also hier ist erstmal keins. Natürlich bei den Witterungsbedingungen auch äußerst schwer abzupassen. Oder zu erkennen, wo eigentlich genau unsere Signale stehen. Aber ich denke wirklich, dass unser Hauptsignal am Bahnsteigsende steht. Weil wenn es jetzt hier hinter dieser Kurve ist, dann haben wir verloren. Oh, ich glaube, es ist tatsächlich, oder? Nee, doch nicht. Nee, okay, alles gut. Gerade hier noch abgelenkt gewesen von den Signalisierungen der S-Bahn. Ups, ne, das wollte ich nicht. Und halt zu erwarten. Na, komm schon. Hier fährt doch die S-Bahn Hamburg hier oben.
Signalbildern der S-Bahn. So, 5 Minuten haben wir noch theoretisch. Das sollte eigentlich zu schaffen sein. Einer meiner Lieblingsbahnhöfe im TSW tatsächlich, der Hamburger Hauptbahnhof, weil er wirklich unfassbar schön ausmodelliert ist. Und wirklich, also das 3D-Modell vom Hamburger Hauptbahnhof, wirklich top. Ihr seht das ja jetzt gleich. So, da ist er auch schon, der Hamburger Hauptbahnhof. Nächster Halt, Hamburg Hauptbahnhof. Umstiegsmöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr sowie zur U- und S-Bahn. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Fahrplanaushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle auszusteigen. Bitte vergessen Sie nicht, Ihr Gepäck mitzunehmen, und noch einen angenehmen Tag wünscht Ihnen das Team des Nahverkehrsverbundes Schleswig-Holstein und der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Next stop, Hamburg Main Station. Change here to regional and long distance services and to the U- and S-Bahn. For your connections, please also pay attention to the timetable notices and loudspeaker announcements on the platform. Please exit in the direction of travel on the right. This train ends there. All change, please. We wish you a nice day. Your local transport association, Schleswig-Holstein. Ja. 14, arrival ICE 201 to Basel SBB. 14. Departure 12:45. Okay, ja, das passt nicht so ganz tatsächlich mit der Uhrzeit. Oder habe ich einfach nur die falsche Ansage ausgewählt? Die falsche Uhrzeit? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ach, wir sind noch gar nicht angekommen. Oh, wir müssen noch 5 Meter vorfahren. Zurückbleiben, bitte. Das machen wir noch eben. Ich hatte halt die Angst hier vor diesem haltzeigenden Signal. Aha. Ja. Über Wittenberg. Abfahrt ursprünglich 17.08 Uhr fällt heute aus. Oh. Grund dafür ist eine defekte Oberleitung. Wir bitten um Entschuldigung. So. Jetzt aber. Ja. Departure originally 1708. Today. The reason for this is a defective overhead line. Ja. We apologize for any inconvenience. Also wir hören auf jeden Fall Durchsage an Durchsage an Durchsage, so wie es halt auf dem Hamburger Hauptbahnhof tatsächlich ist. Wir hören sehr viel Hintergrundgeräusche von den Menschen. Auch das ist hier praktisch, glaube ich, neu eingefügt. Also das ist echt witzig, ne? Da könnte man wirklich... Hey, da könnte man wirklich einfach lange mal hier einfach stehen und zuhören und zugucken. Aber das machen wir nicht, sondern ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.